Herzlich willkommen zu einer verspäteten Folge, eine neue Folge von der PES 21 Trainerkarriere mit Bayern 04 Leverkusen. Und die letzte Folge, rechts oben beim i verlinkt, da waren wir in einem Studio, im Studio bei Jan und haben zusammen mit ihm eine Folge dieser Trainerkarriere gemacht. Jetzt mache ich wieder alleine weiter und hoffentlich erfolgreich, denn bei Jan im Studio, naja, also zu zweit zu spielen und dann noch mit Jan, der in PES nicht ganz so gut ist, da haben wir tatsächlich keinen einzigen Sieg holen können. Zwei Unentschieden, eine Niederlage aus drei Spielen und ja, damit drei Spiele ohne Sieg. Und Schalke kommt hier angereist, unser Gegner, mit drei Siegen. Also das ist wirklich, drei Siegen in den letzten drei Spielen für Schalke unglaublich gut. Ja, die sind hier in PES scheinbar besser als in echt. Und jetzt soll ich das Ganze hier beenden. Es wird wild, es wird crazy. Ich bin sehr gespannt, was mir in dieser heutigen Folge gelingt. Bisher nur Ballbesitzspiel, das ist relativ schwierig. Durchaus ein sehr spannendes Duell, denn Schalke hat nicht nur drei Siege in den letzten drei Spielen, sondern steht auf Platz 5. Und das heißt, sie stehen direkt hinter uns, denn wir sind durch unseren letzten drei, ja, mehr oder weniger guten Spielen bei Jan im Studio, auf Platz 4 gerutscht. Ja, das heißt, Platz 4 gegen 5, absolutes Topspiel hier. Freistoßvariante auf Wendell und Langer im Tor mit einer starken Parade. Erste zwingende Chance für uns. Und jetzt die Riesenmöglichkeit. Paulinho. Oh, der Ball rutscht nicht rein. Alario kriegt ihn nicht an Langer vorbei. Und irgendwie rettet der Verteidiger auf der Linie. Jetzt kriegen wir noch einen Konter von Schöpf reingedrückt. Wendell ist aber zur Stelle, macht erstmal dicht. Allerdings jetzt Srbeni und er ist drin. Tatsächlich. Ich weiß nicht, Srbeni oder wer auch immer das ist. Nee, es ist nicht Srbeni. Alter, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich kenne den Spieler tatsächlich auch nicht, muss ich sagen. Muss ich echt zugeben. Scheiße. 1-0 liegen wir zur Halbzeit zurück. Zweite Halbzeit startet und startet jetzt hoffentlich gut. Denn ich meine, wir reden hier über einen sehr tiefstehenden Gegner. Schalke hat sich jetzt nur nach ihrem eigenen 1-0 Führungstreffer ein bisschen, ja, mehr geöffnet, sag ich mal. Warum auch immer. Vorher reden wir von ungefähr 70-30% Ballbesitz. Und ich krieg einfach aber keine krassen Chancen hin. Nur 1-2, die nicht schlecht waren, aber halt auch nicht krass. Na gut, jetzt stellt Schalke noch auf sehr defensiv hier die Regler. Das wird jetzt ganz, ganz wild. Also sie waren ja bisher schon echt defensiv und jetzt stellen sie sogar noch per Regler runter. Also es ist durchaus riskant. Ich würde sogar sagen sehr riskant. Aber dann müssen wir gegenhelfen mit sehr offensiv, würde ich sagen. Ah, jetzt ist alles offen. Wir laufen hier in einen Scheißkonter rein. Das gibt es nicht. Bender kann dann nicht mehr viel machen. Gott sei Dank verkacken die das. Es muss einfach mal schneller gehen. Aber es dauert generell alles ein Ticken zu lang. Wir haben nicht den richtigen Flow. Überhaupt nicht. In der Bundesliga sind wir aktuell noch ungeschlagen. Das möchte ich anmerken. Schalke spielt jetzt clever runter. Da kann man nichts gegen sagen. Ich komme nicht richtig ins Pressing, dass ich sie vom Ball trennen kann. Bei denen kommen die Pässe gerade gut an. Und dadurch ist es jetzt die Chance zum 2-0. Noch hier beim Eckball sehen wir, wie wenig Schalke Offensivspieler vorne mit drin sind. Jetzt gibt es noch ein V-Spiel. Das war's. Wir verlieren 1-0. Das ist natürlich sehr bitter, klar, es ist egal, wie die anderen jetzt gespielt haben. Dortmund unentschieden, Bayern gewinnt, Wolfsburg gewinnt, Gladbach verliert sogar, aber trotzdem, es ist relativ egal, wie die anderen gespielt haben. Wir bleiben trotzdem Platz 4, aber es ist halt einfach schwach. Also das müssen wir solche Spiele durchaus auch gewinnen einfach. Ich meine, sich generell als Leverkusen hinter Bayern, Leipzig und Dortmund einzuordnen ist nichts Verwerfliches, da kann man echt nichts gegen sagen.
Champions League sieht recht gut aus. Klar, die Niederlage gegen Juventus hat wehgetan. Hätten wir da zumindest einen Unentschieden geholt, wäre das Weiterkommen deutlich einfacher. Wir müssen nämlich noch gegen Atletico Madrid und Celtic Glasgow ran. Gegen Atletico haben wir auch mehr oder weniger glücklich gewonnen im Hinspiel. Wenn ich im Rückspiel verkacke, wird es dann schon knapper, auch mit Juventus. Wenn ich allerdings gegen Celtic gewinne, und das ist realistisch, dann kann das eine Spiel auch reichen. Ich hoffe es. Wir sind auswärts zu Gast beim Big City Club. Auf geht die wilde Olga, Alter. Jawohl! 12 Minuten sind durch und wir machen durch Alario das 1:0. Torwart dran, Ball tropft noch ein. Wascht! Alario ist wieder auf und davon. Typischer Doppelschlag. Links, rechts, wie beim Boxen. Yes, Leute. Wie cool ist das denn? Anstoß, Ball abgefangen. Kurz mal geguckt, langer Pass. Wumm. Rindersding. Karim Bellarabi bekommt einen wunderbaren Pass in die Mitte. Jetzt auf Alario. 21 Minuten 3-0. Was ist in diesem Spiel los? Also, es ist so irre, dass in dem letzten einfach viel, viel weniger geht. Und jetzt wir 3-0 nach 21 Minuten führen und Alario einen Hattrick hat. Nach 21 Minuten. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass uns sowas natürlich auch unglaublich gut tut. Also, kann man nichts gegen sagen nach 4 sieglosen Spielen in Folge, 2 Niederlagen in Folge und sogar unsere ersten Saisonniederlage in der Bundesliga. Also, nach der ganzen Chose jetzt die letzten paar Spiele. Jetzt die Möglichkeit für die Hertha, hier den Anschluss zu machen. 3:0. Dreimal Alario zur Halbzeit. Es wird direkt dreimal gewechselt. 49. Spielminute. Denn, Leute, wir haben heute nicht nur das Topspiel gegen Schalke gehabt, Platz 4 gegen Platz 5, sondern wir haben noch ein Topspiel und zwar gegen Leipzig gleich. Und da müssen ein bisschen Kräfte geschont werden. Nach dem 3-0 kann man das, denke ich mal, durchgehen lassen. Dass es eben keine Karte gibt. Ey, Bellarabi liegt am Boden und das ist bitterer denn je, weil Bellarabi letztens verletzt war. Und der Ball tropft rein. Anschluss. Luke Bakio 1:3. 81. Spielminute. Es ist nicht unverdient. Aber, ja, muss natürlich auch nicht unbedingt sein. So, da kommen sie nochmal. Schießen Gott sei Dank am Tor vorbei. Ich würde sagen, im Prinzip reichen diese drei Tore, die ja relativ schnell hintereinander kommen, hier dann für den Sieg aus. Grundsolide das Spiel, auch nicht schlecht von uns, aber ja, so wirklich viel, dass man sagt, boah, da hätte jetzt noch ein 4-5-0 gehen können, war es tatsächlich nicht. Also es war wirklich so, dass dieses 3-1 absolut in Ordnung geht, würde ich sagen. Und so nehmen wir das auch mit zu Hause, nach Leverkusen. Jetzt wird es spannend. Dortmund verliert das Revierderby gegen Schalke. Schalke also echt gut unterwegs. Bayern gewinnt auch, aber Leipzig, die verlieren, die wir jetzt quasi als Gegner haben, als nächsten Gegner. Und die ja auch knapp vor uns stehen. Also, ui, das ist crazy. Wir ziehen sogar an ihnen vorbei. Oh mein Gott, wir sind punktgleich jetzt. Dortmund hat verloren und Leipzig hat verloren. Und damit sind wir, weil wir gewonnen haben, punktgleich mit den beiden. Haben sogar die gleiche Tordifferenz. Alle 7. 7-7-7. Nur weil wir 18 Tore geschossen haben, was übrigens Bestwert der Bundesliga ist aktuell, sind wir auf Platz 2. Ach, Bellarabi verletzt. Das Topspiel ist es auf jeden Fall. Noch viel, viel besser und intensiver wie das gegen Schalke. Und hoffentlich auch mit mehr Toren. Auf geht's gegen Leipzig. Auf geht's dem hierbei zur ersten Chance. Nein, wird geblockt. Leipzig auf Offensiv. Die wollen, die müssen natürlich abliefern. Hier gegen einen direkten Konkurrenten, gegen uns. Oh, nicht Stammtorhüter Gradetzky drin und Grill in seiner ersten Szene. Ja, er sieht unsicher aus.
Bailey, jetzt vielleicht die Möglichkeit. Bailey, Bailey schleicht sich da irgendwie durch. Liam Bailey, vielleicht muss ich querlegen, ich weiß es nicht. Aber jetzt fangen wir so langsam mal an. Bailey und jetzt Amiri. Grill im richtigen Moment. Zur Stelle. Und wieder ist Grill mit einem guten Timing an Ort und Stelle. Wendell, Wendell auf dem Weg in die Mitte und der Ball kullert rein, Eigentor. Upamecano in der 45. Minute und dann rutscht so einer rein zum 1:0. Das ist auf jeden Fall wild. Man erkennt in diesem Spiel, muss ich sagen, nicht, wer hier das Spiel macht. Ob Leipzig das Spiel macht oder ob wir das Spiel machen. Aber das hier, sehen wir nochmal in der Wiederholung, ist dann ja ein entscheidender Punkt, um hier in der ersten Halbzeit zu sagen, eine Mannschaft führt und die andere, die muss jetzt auf jeden Fall noch mehr Power zeigen. Sehr, sehr wichtig von Lars Bender. Was? Das sieht er direkt gelb für, das ist nicht dein Ernst. Klar, ich bin ihm da ein bisschen drauf gestiegen, aber... Ja, da pfeift er wieder Freistoß und jetzt sind sie sehr nah dran. Direkte Schussposition jetzt. Oder Halstenberg, auf jeden Fall Grill im Tor. Sehr, sehr wichtig. So, 86. Minute, steht 1:0. Also verlieren, denke ich, tun wir das Spiel nicht mehr. Aber natürlich will ich hier die drei Punkte, auch wenn nichts nur ein Eigentor war. Also, jetzt diesen... zwei Punkte herzugeben, nur ein Unentschieden, das wäre echt traurig. Leipzig jetzt in Überzahl, würde ich sagen. Grill, starke Parade, aber da kannst du nichts mehr machen. Und es ist tatsächlich so, wie ich es mir gedacht habe. Wir kriegen das 1:1. Muss ich da Grill einen Vorwurf machen? Ich weiß es nicht. Der lässt den Ball dumm abprallen natürlich, aber wie soll er den anders halten? Zu den Grafen, muss ihn wegdonnern. Kriegt da den Hacken nicht richtig rein, verstehe ich nicht ganz. Und dann steht es tatsächlich 1:1. Es ist natürlich nicht unverdient, will ich ja nicht bestreiten, aber es ist unnötig. Das muss man definitiv so sagen. Es ist absurd unnötig, dass wir hier zwei Punkte aus der Hand geben. Den Freistoß nehme ich natürlich mal mit. Ich glaube aber nicht, dass hier noch was geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Amiri ist unser bester Schütze. Amiri, Amiri, nicht dein Ernst, das gibt es nicht, holy fucking shit, ich war so frustriert, dass wir das 1:1 kassiert haben, weil ich meine, stellt euch mal vor, wie wichtig diese drei Punkte für uns sind. Und dann machen wir 90 plus 3, obwohl es nur eine Minute Nachspielzeit gibt. Einen wunderschönen Freistoß. Also ich meine, ich weiß, dass ich Freistöße kann, aber mit Amiri, ich meine, dem hierbei hat er trotzdem nochmal 7 oder 8 Werte besser. Yes, Leute, fucking yes. Drei Punkte. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt bei der nächsten Folge wieder mit ein. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.